Woran liegt es, dass so viele Menschen trainieren wollen, aber nicht anfangen? Und so viele Menschen anfangen, aber schnell wieder aufhören? Wenn du erfolgreich trainieren willst, dann reicht es nicht, nur einen guten Trainingsplan zu haben. In diesem Video hier stelle ich dir 10 Erfolgsfaktoren vor, die du unbedingt beherrschen musst, wenn du langfristig erfolgreich trainieren willst. Hallo, mein Name ist Stan Schulze von Stan Schulze Personal Training. Vielleicht kommt dir das hier bekannt vor. Du müsstest endlich anfangen zu trainieren und gesünder zu essen oder wieder damit anfangen. Du kommst dir schlaff und unfit vor. Dann kommt der normale Alltag immer wieder dazwischen und einen richtigen Plan von deinem Vorhaben hast du eigentlich auch nicht so richtig. Dir fehlt ein System, eine Struktur. Dann kann ich dir heute weiterhelfen. Hier sind 10 der wichtigsten Erfolgsfaktoren für dein Training und deine Gesundheit. Der Erfolgsfaktor 1 ist natürlich das Training und der Trainingsplan. Aber es ist tatsächlich nicht so wichtig, wie man meint. Es ist nur ein Teil und auch den muss man erstmal richtig machen. Ich schwöre dir, wenn du einfach wild drauf lostrainierst, wird es früher oder später schief gehen. Vor allem dann, wenn du bereits in den reifen Jahren angekommen bist. Der Erfolgsfaktor 1 ist also Training. Aber um diesen gut meistern zu können, muss man erstmal wissen, wo man steht. Somit kommen wir zum Erfolgsfaktor 2, die Bestandsaufnahme. Was ist gerade los? Wo stehst du? Ganz objektive Dinge müssen gemessen werden, wie zum Beispiel Gewicht und Umfänge, Kraft und andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Mobilität, Koordination, Stabilität und Gleichgewicht. Denn erst wenn du das weißt, kannst du einen sinnvollen Trainingsplan erstellen und, ganz wichtig, deine Fortschritte objektiv messen. Ich werde nicht müde, es zu sagen, Training bedeutet nicht nur Muskelaufbau. Um uns zu verbessern, müssen wir die Ausgangssituation kennen. Ich empfehle dir dazu meinen professionellen Full Body Checkup. Da messen wir exakt deine Körperzusammensetzung, deine Bewegungsmuster und deine funktionelle Kraft. Damit kann man dann schon ziemlich gut was anfangen. Von deinen Ausgangswerten aus kannst du dann gut ableiten, wie das Training aussehen sollte. Um vollständig trainieren zu können, sollte man die Schwächen beseitigen, die dich daran hindern, vollständig trainieren zu können. Was meine ich damit? Grundsätzlich sollten alle fundamentalen Bewegungsmuster ohne Ausweichbewegung funktionieren. Geht aber nicht, wenn du zum Beispiel nicht mobil genug bist oder zu schwach bist. Dein Training sollte also nicht ein gekaufter Plan aus dem Internet sein, sondern ein individueller Plan, der nur zu dir passt. Und dafür brauchst du eine saubere Bestandsaufnahme. Damit kommen wir zum Erfolgsfaktor 3. Du musst wissen, was du willst, was du wirklich willst. Willst du einfach nur gut aussehen oder willst du eine bestimmte Leistung schaffen? Oder willst du schmerzenlos werden und so weiter und so weiter? Um zielorientiert trainieren zu können, solltest du dein großes Ziel kennen. Zum Beispiel Muskelaufbau. Zum großen Ziel gibt es dann aber viele Zwischenziele, die man erreichen muss. In deinem Fall könnten Zwischenziele sein, Bewegungsmuster zu korrigieren, um anständig, verletzungsfrei und auf Leistung trainieren zu können, um dann so richtig Muskeln aufbauen zu können. Nur ein Beispiel. Also, wisse genau, was du willst. Erfolgsfaktor 4. Was bist du bereit für deinen Erfolg zu tun? Wie viel Zeit und Energie bist du bereit zu investieren? Das muss klar sein. Etwas aufgeben muss man immer dann, wenn man etwas anderes stattdessen will. Kannst du dir vorstellen, früher aufzustehen am Morgen, früher ins Bett zu gehen am Abend? Bist du bereit, gesünder zu essen? Auf Fast Food und Chips zu verzichten? Das ist gar nicht so einfach. Man muss vielleicht seine Gewohnheiten ändern und zwar woanders einkaufen und andere Sachen essen als gewohnt. Bist du bereit, weniger oder gar nicht mehr zu trinken, also Alkohol meine ich, und so weiter und so weiter. Diese Dinge können enorm wichtig sein, wenn man zum Beispiel erfolgreich abnehmen will. Das solltest du überdenken und aufschreiben. Das bringt uns zu Erfolgsfaktor 5, mentale Stärke. Dieser Faktor muss betont und sehr ernst genommen werden, denn nur wenn du mental stark bist, ziehst du dein Ding durch. Denn Erfolg ist nicht linear nach oben gerichtet, sondern sieht eher aus wie ein Aktienkurs mit vielen Hochs und Tiefs. Nur mit mentaler Stärke bleibst du trotz einer Abwärtsbewegung immer dran. Erfolgsfaktor 6, die Zeitplanung. Es sollte klar sein, dass ohne Zeit fürs Vorhaben nichts gehen wird. Die Zeit ist bei den meisten Menschen knapp. Jeder hat selbstverständlich die gleiche Zeit zur Verfügung, nämlich 24 Stunden jeden Tag. Die Frage ist aber nur, wie nutzen wir diese Zeit? Wir sollten uns genau überlegen, was wir mit ihr machen. Wenn wir Ziele haben, brauchen wir Zeit, um an ihnen zu arbeiten. Du brauchst Zeit zum Training, zum Essen, zum Erholen und für alle anderen Aufgaben des Lebens. Wenn du erfolgreich trainieren willst, musst du dein Training wie einen normalen Arbeitstermin behandeln. Das heißt, planen und aufschreiben. Ich empfehle dir,
alle neuen Tätigkeiten und Routinen, die zur Gewohnheit werden sollen, zu notieren. Ansonsten kommt schnell etwas anderes dazwischen. Training streichen die meisten als erstes für irgendetwas anderes. Das ist nicht gut. Ich kenne aber Unternehmer, die das tatsächlich andersherum machen. Sie legen ihre Termine, wenn es geht, so, dass das Training stattfinden kann. Jetzt eines meiner Lieblingsthemen, Routinen, der Erfolgsfaktor 7, die täglichen Routinen und Gewohnheiten. Eine Routine ist ein wiederkehrender Ablauf von Handlungen, über den wir nicht mehr nachdenken müssen, beziehungsweise der uns immer weniger Überwindung kostet. Wie zum Beispiel die Morgenroutine. Mache aus deiner ungesunden Morgenroutine Schritt für Schritt eine gesunde und effiziente Morgenroutine und arbeite an deiner Abendroutine. Früher essen, weniger Alkohol, weniger Chips und weniger Bildschirmzeit. Gehe lieber spazieren, sodass du gut erholsam schläfst. Arbeite an deinen Routinen, denn Routinen sparen Willenskraft, die du zum Beispiel für dein intensives Training brauchst. Das führt uns direkt zu Erfolgsfaktor 8, Erholung. Muskeln und der Rest des Körpers brauchen unbedingt ausreichend Erholung und Regeneration. Das hört sich so selbstverständlich und klar an, aber da mangelt es bei vielen sehr. Denn Erholung findet nicht automatisch statt, nur wenn man eine Pause zwischen zwei Trainingseinheiten einlegt. Je älter wir werden, desto wichtiger ist der Aspekt Erholung und Regeneration, denn der Körper benötigt nun mal länger für viele Prozesse. Rumliegen reicht meistens nicht aus, um sich zu erholen. Etwas aktiver kann es schon sein. Wir können den Körper bei der Erholung effektiv unterstützen, indem wir ihn entsprechend bewegen, mit Massagen behandeln, in die Sauna gehen, in die Kälte gehen und selbstverständlich ist die Ernährung extrem wichtig für vollständige Erholung. Auch das musst du planen. Denke an Erfolgsfaktor 6, die Zeitplanung. Jetzt kommt Erfolgsfaktor 9, die Ernährung. Das sollte ihm einleuchten. Wenn der Körper an Stoffen, die er benötigt, Mangel leidet, muss er kompensieren und das verhindert auf jeden Fall Fortschritt. Leider ist das bei den meisten Menschen der Fall, Mangel und Kompensation meine ich. In einer Zeit des Überflusses an Essen leiden die meisten Menschen Mangel an Nährstoffen. Man könnte meinen, das ist ein Paradox. Naja, ein großer Teil des Erfolgs beim Training hängt von der Ernährung ab. Der letzte Erfolgsfaktor, Faktor 10, ist gerade für Anfänger ganz wichtig, und zwar langsam beginnen. Das hat einige Gründe. Der Körper passt sich nämlich nicht gleichmäßig an die Trainingsbelastung an. Zuerst kommen die Muskeln, dann die Sehnen, dann die Bänder und am Ende die Gelenke. Alles, was nicht gut durchblutet ist, passt sich wesentlich langsamer an. Dann haben wir da noch das Herz-Kreislauf-System und das Energiebereitstellungssystem und so weiter und so weiter. Also langsam und leicht beginnen und dann Schritt für Schritt steigern. Das ist auch für die Motivationskurve wesentlich besser. Damit du erfolgreich trainieren kannst und alle Erfolgsfaktoren umsetzen kannst, reicht es nicht, ein Video anzusehen. Du musst vom Konsumieren ins Handeln kommen und dabei will ich dir helfen, dich unterstützen. Und deshalb habe ich alles Wichtige zu diesen 10 Erfolgsfaktoren aufgeschrieben und ein Buch daraus gemacht. Ich präsentiere dir stolz 10 Erfolgsfaktoren des Krafttrainings. Auf knapp 80 Seiten zeige ich leicht verständlich und unterhaltsam, wie du erfolgreich an deinem Körper arbeiten kannst. Mein Buch ist vor allem ein Arbeitsbuch. Jeden Erfolgsfaktor kannst du dir ganz individuell erarbeiten. Und das ist das Besondere. Du bekommst die Theorie kurz, knapp und bündig und verständlich. Und danach bist du dann dran. Das ist nämlich das Gute. Wenn du durch bist mit dem Buch, hast du einen vollständigen Plan und weißt, was zu tun ist. Komm vom Konsumieren meiner Videos ins Handeln und mein Buch wird dir dabei helfen. Stell dir mein Buch als Wegweiser und Kern vor. Du bekommst in jedem Bereich alle wichtigen Informationen und kannst sofort loslegen. Mit dem Buch hast du einen Erfolgsplan, den du gehen kannst, Schritt für Schritt. Informationen zu finden ist nicht unser Problem. Die gibt es überall und die sind oft auch ziemlich gut. Aber sie zu einem System zusammenzuführen, das ist die große Kunst. Mein Buch gibt dir genau dieses System. Wenn du wirklich erfolgreich trainieren willst, dann musst du alle 10 Erfolgsfaktoren berücksichtigen und für dich erarbeiten. Dabei hilft dir auf jeden Fall mein Buch. Kapitel für Kapitel durchdenken, verstehen und dann umsetzen. So, und dann noch etwas. Ein wichtiges Erfolgstool. Ein ganz wichtiges sogar. Du brauchst für dein Training auf jeden Fall ein Trainingstagebuch. Du kannst ein einfaches Heft kaufen, überhaupt kein Problem. Oder du machst es gleich richtig und kaufst mein Trainingstagebuch.
Das ist was ganz Besonderes, denn es ist so konzipiert, dass du sehr komfortabel notieren kannst. Das Trainingstagebuch ist echt der Hammer. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. In dem erkläre ich, warum man unbedingt ein Trainingstagebuch benötigt. Und für alle, die das Trainingstagebuch kaufen, gibt es ein Tutorial dazu, wie man das Trainingstagebuch richtig benutzt und darin arbeitet. Das ist wirklich einmalig. Sowas gab es bisher noch nie. Also, wenn du wirklich erfolgreich trainieren willst, dann solltest du mein Buch kaufen und gleichzeitig das Trainingstagebuch dazu. Die entsprechenden Links sind unterhalb des Videos ganz leicht zu finden. Investiere in deinen Kopf, in deine Gesundheit und in deine Zeit. Bis bald und ciao.